Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge meines Single Let's Plays. Letzte Folge haben wir ein bisschen über nicht veröffentlichte Skripte und das Göweil gesprochen und das Manual Attach nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle mit den Mods, die ich nutze. Heißt aber nicht, dass es für jeden nicht funktioniert. Ne? Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob dass das Ganze mit Manual Attach bei mir nicht funktioniert hat, vielleicht eben daran liegt, dass ich noch die alte Version habe und eben noch nicht die neue Version aus dem Mod habe. Ich habe auch nicht geguckt, ob es jetzt auf dem GitHub eine neue Version gibt. Ne? Ja, warum ist der Chat immer schuld? Wer ist denn jetzt hier? Die Hinterreinfahrt. Ich überlege gerade, ob hier nicht eigentlich der Sichtbereich viel zu groß ist. Kann das sein, dass hier der Sichtbereich noch viel zu groß ist? Würde ich hier kleiner machen? So, wir haben jetzt 136.500 Grassilage und wie viel brauchen wir? 107.000. Und 20.000 sind 107.000 und 20.000, also theoretisch diese eine Ladung ist schon zu, dürfte schon ein, zwei Ballen zu viel sein, aber das macht nichts. Danke Tommy für dein Prime-Abo jetzt schon im vierten Monat. Vielen Dank. Naja, Handenplay, ich würde das mal so sagen. Wenn ich abends alleine spiele, passiert mir sowas nicht. Und der einzige Unterschied zwischen, wenn ich abends alleine spiele oder wenn ich streame, ist der Chat. Ja, sowas passiert mir auch, wenn meine Frau dann rüberkommt und sagt, ja, Schatz, ja, kommt sich einen Kuss oder sowas abholen. Dann passiert mir sowas auch. Ihr könnt natürlich einfach auch mal hingehen und diese Unfälle klippen. Ich meine, ich sage immer, oh Gott, ne, jetzt muss ich Angst haben, weil jemand klippt, aber im Endeffekt, ne, so diese Clips sind doch
quasi coole Outtakes. So, maximale Rabatte erreicht. Beide Felder abgeschlossen. Gehen wir uns erst noch, sicher ist sicher, die Ballen vom Feld holen. Da kommen die ins Ballenlager. Boah, ich werd hier nicht mehr, ne? Bin doch so weit rumgefahren. Ja, und ich will mir jetzt eine große Güllball holen, ne? Ja. Zwei Grad sein. Naja, prinzipiell Streaming hin, her, Schuld hin, her. Jetzt bin ich schon wieder falsch abgewogen. Ja, schön, dass wir hier ein glattes Feld haben. Hätte gesagt, wir sammeln zuerst noch die Ballen ein, ne? Tun wir das mal schnell. Dafür müssen wir natürlich zum richtigen Feld. Prinzipiell müssen wir hier. Dass wir hier schauen, dass wir Spaß haben, ne? Denn das ist das, was am Ende ausmacht. Na, klar, aus Streamer-Sicht, das ist das, was es ausmacht, ob ihr als Zuschauer, ob ihr wiederkommt oder nicht. Na? Wenn ihr hier keinen Spaß gehabt habt, kommt er nicht wieder. Na, und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, höre ich irgendwann auf mit dem Stream. Na, wenn aber ich Spaß hatte und ihr Spaß hattet, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Wie sagte der, wie hat Rudi Carrell, war das, der gesungen hat, ne? Nee, gar nicht wahr. Wie ist der komische Typ, der gesungen hat? Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So, ich denke, da vorne haben wir noch drei und dann sind wir schon durch, ne? Na, dann sind wir schon durch mit dem Sammeln. Na, Autodose abschalten. Und nehmen direkt die Hauptstraße. Und damit haben wir wieder 78.000 Silage fürs Lager. Das ist doch schon mal gut. Am Dolly Connect. Am Steintracker. Also Steintracker, da wäre ich ja natürlich nicht abgeneigt. Das letzte Mal durfte ich am Lenkrad eines LKWs sitzen, da war ich 5.
und mein Opa hat die Pedale bedient. So, aber damit haben wir diesen Auftrag dann abgeschlossen und den anderen auch. Und damit ist der Auftrag auf dem Feld, dass wir für die Tiere, also für den Schlachter kaufen wollten, frei, wenn wir die Mission gleich abgegeben haben. So, 78.000 Ballen, also 12 Ballen Silage, das ist schon mal gut. Für das Heu steht hier schon der Big M am Feld, weil die Presse mit dem Fendt werden wir dann wohl nicht brauchen, weil wir werden tatsächlich versuchen, das mit der Göweil zu machen, die wir dann jetzt gleich auch schon mal mieten werden. Ich habe mal durchgerechnet, wenn ich für die Biogasanlage einen Monat zu betreiben die Silage in meiner Schüttgutkaufstation kaufe, sprich so 10% über dem normalen Einkaufspreis und betreibe damit den ganzen Monat die BGA, dann mache ich mit der BGA kaum Gewinn. Mit kaum meine ich, ich zahle pro Monat dann 35.000 oder nee, 38.000 für die Silage. Genau, 38.000 zahle ich dann für die Silage, bekomme 45.000 und 45.000 an Einnahmen durch die Verarbeitung der Silage, ist also tatsächlich nicht die Welt, die das mehr macht. So, abschließen, so, jetzt sind nur noch die Ballenpressmissionen übrig und das ist das Feld 38 hier unten, die 47 hier oben und diese vier Felder. Wir werden dann nachher hier anfangen, aber vielleicht fangen wir doch nicht an mit den anderen, sondern erstmal mit dem Feld. Hier rüber, X. Denn hier auf das Feld wollte ich das ja setzen. Und wir kriegen jetzt schon mal 35% Rabatt. Kaufen. Unseres. Ja, was denn? Manual Attach ist raus. Du kannst vorbeifahren. So, jetzt machen wir hier erstmal das Feld weg, weil wir wollen nicht, dass Precision Farming beim nächsten Neustart dieses Feld hier mit einbezieht. Deswegen sorgen wir dafür, dass hier null Fläche übrig bleibt. Und das mache ich, ich denke mal, mit Pflanzen und dann der rechten Maustaste. Ja. So, hier vorne einen Eingang zu machen, das geht auch nicht so einfach. Also lassen wir es.
So, das war das. Das war ja einfach, ne? Namen-Vulkanschnecke. Willkommen zu meiner verrückten Show. So, das Ganze ist natürlich auch nicht gerade, wie wir hier sehen, ne? Es geht nach hier hinten hoch. Jetzt kommt die Frage, wollen wir, dass das hochgeht? Es ist mir, wenn ich ehrlich bin, egal. So, wir gehen hier zum Schlachter, gucken mal, wie groß der ist und wir gucken, was er kostet. 179.000. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen Kredit aufnehmen. So. Stocken wir mal den Kredit auf 500.000 auf. Zurückzahlen können wir immer noch. Und los geht's. Produktion, Fabriken, Fleischerei. So, wenn wir die jetzt mal hier so drehen, sehen wir, ach, guck mal, ne? Hier vorne haben wir Anlieferbereich, Auslagerbereich und es sieht so aus, als wäre hinten nichts. So, wenn ich das Ganze jetzt hier mal rastermäßig locke. Na, dann könnte man den jetzt also zum Beispiel, na, hier so hinsetzen. Dann müsste man immer hier vorne so reinfahren und dann so rum. Könnten aber auch so hinsetzen. Na, hier so an den, hier so hinten ran. Na, dann kann man so. Von hier, wenn man von hier aus reinkommt, so schön so rum im Kreis fahren und wieder raus. Das klingt doch gar nicht verkehrt. Oder, ne, wenn wir das natürlich so machen, hätte man auch noch die Gelegenheit, eventuell hier so Lager rechts und links daneben zu packen. Wir könnten ihn aber auch so hier hinsetzen. Aber dann müssen wir noch ein paar Bäume wegmachen. Wie wir sehen, hier überlappt mit anderem Objekt. Deswegen denke ich, dass hier hinsetzen gar nicht so verkehrt ist. So, jetzt gucken wir mal hier auf die Höhe vom Gebäude. Und zack. Jetzt gucken wir uns das mal an. Zack, hat der Autosave zugeschlagen. So, hier geht es also ein bisschen hoch. Das können wir nachher alles mit Terraforming anpassen. Machen wir dann bei der ersten Lieferung. Ne? Hier vorne hat das runtergezogen. Hier hinten sind tatsächlich, hier hinten ist tatsächlich nichts. Ne? Das hatte ich auch in der Vorstellung so gesehen, dass da nichts ist. Insofern gehen wir mal in die Produktionsstätte. So, und wir brauchen tatsächlich nichts außer die Tiere. Und wir aktivieren das Zeug jetzt einfach mal, ne? Nämlich Rind, Schwein und Schaf. Wir haben eine geteilte Produktion, das heißt, die Produktion braucht nicht alles, wenn man sie runtersetzt. Und zum Transportieren nehmen wir natürlich. So, und hier kann der Sven jetzt nochmal gucken, ne, dass hier, ne, abkuppeln. Ich drücke hier Y gedrückt, damit er das abkoppelt und einfach auf Q und schon hat er das Ding abgekoppelt. Schauen wir mal, ob der hier das Ding hier ziehen kann. Müsste doch eigentlich. Ja, der hebt den so hoch, aber das ist jetzt eigentlich egal, ne? So, was haben wir denn zum Hinbringen? Versorgen wir den Schlachter. So, Schaf 28% Gesundheit. Das dürfte zu wenig sein. Wenn wir nämlich hier jetzt reingucken, kann man jetzt hier beim Schafsfleisch sagen, Tiere anzeigen. Gesundheit 75 bis 100%. Das ist nicht das, was wir gerade haben. Da werden wir also noch ein paar Stunden warten müssen. Und bevorzugt natürlich, bis sie 100% haben.
Na, wenn man nämlich hier so durchguckt, 75 bis 100% haben die hier immer. Und Alter immer Minimum, na, Minimum 6 Monate. So, das heißt, Schafe können wir erstmal knicken, denn die hier haben nur 28%. Und ne, die hier sind eh noch nicht alt genug. Das heißt, wir können Schafsfleisch erstmal abschalten. Dann Rindfleisch und Schweinefleisch. So, hier Schweine. Hier haben wir jetzt 65, 13 Monate alt und ein paar, ne, jede Menge 3 Monate alt, die irgendwann jetzt auch geschlechtsreif werden. Ich würde also sagen, wir bringen mal einen Anhänger voll mit den 13 Monaten rein und gucken einfach mal, was er sagt. Aber die komplette Belieferung machen wir auf YouTube in der nächsten Folge. Ich danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.